So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen exklusiv aus Hannes seiner Wohnung. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich gerade angekommen bin. Wir haben noch nichts getrunken außer ein Bier, ich schwöre. Und hier seht ihr als erstes mal den Stammperlbaum. Da hängen nämlich lauter Stammperl dran. Ich weiß nicht, wer das jetzt beschlossen hat, dass die sich jetzt die Birne zuschütten. Nee. Aber wir wollen was essen. Und zwar auf dem Weg hierher war mal beim, wie heißt der eigentlich? Alles Döner. Steht auch auf dem Papier irgendwie mit drauf. Guck mal. Alles Döner. Warum steht hier was? Ach, Alis Gemüsedöner. Das haben wir unterwegs mitgenommen. Alis Gemüsedöner. Schön durchgefädelt. Was ich nicht verstanden habe, wie man da überhaupt bestellt, denn da waren Tresen. Ach so. Links war eine Öffnung. Rechts war eine Öffnung. Rechts standen Leute. Links standen Leute. Wieder gut los. Wir haben uns rechts angestellt, da musst du sagen, was du willst, dann berechnet er das, dann musst du das da bezahlen und dann stellst du dich links nochmal an mit dem Kaufbeleg, dass die dir das dann zubereiten. Kennt ihr vielleicht von einem Bratwurststand irgendwo, dass ihr hingeht, die kassieren das nur ab und dann kriegst du halt ein Zettelchen und das gibst du ab, dass du deine Bratwurst kriegst. So war das hier, habe ich auch noch nie gesehen und wir wollten Döner essen einfach. Er hat gefragt, Hähnchen oder Pute? Hab ich gesagt, Hähnchen? Und dann geht der Nächste hin und sagt, ich nehme Kalb. Habe ich nicht gerafft, dass es Kalb gibt oder irgendwas? Ich hatte nur Hähnchen oder Pute und erstmal das war's. Begrüßungsstamperl. Man kann hier nicht in Ruhe arbeiten. Dann gibt's halt ein Begrüßungsstamperl. Ja, jetzt warte halt, bis ich auch mal so weit bin. Siehst du, der Ismo kann ja nicht währenddessen trinken und essen gleichzeitig. Prost. Jetzt trink halt. So, Hähnchen oder Pude, Hähnchen, okay, kommt der Nächste, nimmt Kalb. Habe ich nicht verstanden. Dann sind es auch keine richtigen Döner, weil da standen überall einfach nur Kebab-Sandwich. Ich kenne das jetzt vom Restaurant Hibu-Haus, dass das irgendwie so aussieht wie ein Sub, also wie ein Sandwich. Das haben die jetzt hier auch so ähnlich gemacht, ist also ein bisschen länglich gezogen, ist in so ein Sandwichbrot rein. Das wollen wir jetzt mal auspacken, aber hat ja nichts über den Geschmack zu sagen. Vielleicht ist das trotzdem übelst lecker, übelst nice. Jetzt holt der Hannes schon wieder hier das scharfe Zeug. Ich wollte gar nichts Scharfes essen, während ich hier bin. Wir haben eh noch ein paar scharfe Challenges vor uns. Und ich wollte meinen Magen ein bisschen schonen. Hier seht ihr es nochmal ganz groß. Ah, nee, da steht doch Oliver. Das heißt Alis Döner und jetzt steht hier Oliver. Jetzt, ich verstehe es nicht, ich blicke immer noch nicht durch. Ist wie Hühnchen und Kalb. Kalb haben wir nicht, machen wir mit Kalb, cool. Sieht auf jeden Fall scharf aus, weil die es scharf genommen haben. Also Ismo natürlich nicht, Ismo hat keinen scharf genommen. So sieht er jetzt hier aus, das Kebab-Sandwich. Man sieht deutlich auch die Zwiebeln, man sieht, ich weiß gar nicht, was das andere alles da ist. Da lag so eine Pampe daneben, sah aus wie irgendwie Bratkartoffeln mit Zwiebelchen angeröstet und Gemüse bei. Das haben die auch da alles drauf geklatscht, neben dem Dönerfleisch. Also Hannes hat denselben wie ich. Ismo hat halt ohne Schaf. Das sieht man wenigstens auch mal was. Hier ist halt einfach nur alles rot. Jetzt hat er das Pulver hingestellt. Aber wir müssen den ja so essen, wie er ist. Denn wenn der nicht scharf ist, dann weiß ich auch nicht. Er hat extra gesagt, ultra scharf, bitte so richtig so krankenhausscharf. Und deswegen denke ich mal, die haben jetzt einen guten Job gemacht. Wir wühlen den jetzt hier raus, beißen mal rein. Dann habt ihr schon mal solches Fladenbrot gesehen. Unsere sind immer eher so dreieckig, aber ihr seht, das ist ein Kebab-Sandwich. Ja? Oben alles drin, unten so und einfach mal hier hinten gucken, wie es schmeckt. Wie schmeckt es dir denn? Bisschen kalt. Bisschen kalt, aber schmeckt nach Döner, ja? Oder schmeckt es anders, durch das, was drauf ist? Hannes ist scharf. Kann man machen. Ja, deswegen habe ich noch ein bisschen Daumen drauf. Hannes haut sich wieder selber drauf. Ich sitze übrigens hier auf dem Steckstuhl. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, kann ich euch das ja gleich nochmal zeigen. Jetzt aber erstmal abbeißen. Ich schmecke deutlich hier dieses Grünzeug raus, dieses Grillgemüse. Was sind das Grüne, was aussieht wie Ringelstöcke? Das ist
Ich kenne den Geschmack, ich kann es aber gerade nicht beschreiben. Petersilie. Petersilie kann es vielleicht sein, ja. Haben wir bei uns auf dem Döner auf jeden Fall nicht drauf. Ansonsten, das sieht sogar aus wie Pilze oder so. Machen die dann eine richtige Gemüsepfanne drauf? Das ist Grillgemüse. Grillgemüse. Das war der Bottich, der daneben stand. Ein Bottich Grillgemüse, der noch oben mit drauf geknallt wird. Also es schmeckt jetzt wie ein Gemüsesandwich. Ich würde aber nicht sagen, das ist einfach Döner. Mit es unten Fleisch. Mit unten Fleisch und oben halt nur Döner. Ja, unten kommt vielleicht das Fleisch. Bis jetzt habe ich nur den Geschmack eines Gemüsesandwiches. Das Schafe ist ja hier extra so als Pulverform draufgeknallt. Macht es dadurch ein bisschen trocken. Das ist gut. Ich finde halt, wenn du irgendwas schärfst und hast irgendwelche scharfen Öle oder Schafe wie Tabasco tropfenmäßig, das knallt halt viel mehr rein. Denn das Pulverzeug, das ist halt, liegt halt oben drauf und ist dann, weiß ich nicht, das würzt nicht so gut, wie wenn es jetzt irgendwie mit Ölen oder irgendwas ist. Wir arbeiten uns mal aber noch zum Fleisch durch. Also ich finde, das schmeckt jetzt eher nach Paprikapulver als nach Chili-Pulver oder irgendwas. Und ich habe wieder ganz deutlich dieses ganze Gemüsezeug, was da drauf ist, wie eine Gemüsepfanne. Das ist auf jeden Fall was anderes. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Schmeckt aber nicht wie ein normaler, wie ein normaler Döner. Schmeckt aber irgendwie ein bisschen noch mehr durch dieses ganze Zeug, was noch mit dabei ist, was ihr sonst auf dem Döner eigentlich gar nicht habt und vermisst. Jetzt gehen wir mal hier hin, wo das Gemüse weg ist und wir zum Fleisch runterkommen direkt. Da war die Petersilie wieder. Ja, Fleisch ist okay. Zinchenfleisch, aber ich merke nicht wirklich was irgendwie von Soße oder so. Haben die da jetzt an sich Soße drauf oder ist ja, das nur eingeschmiert unten? Genau, unten haben die bloß die Soße drauf gepackt. Und oben drauf nochmal. Ja, was wenn du denn? Es gesehen hast. Ich habe nichts gesehen. Ich sehe oben nur Pulver, mehr sehe ich nicht, deswegen. Ja, du hast doch deine Brille auf. War gut, dass du das da hingelegt hast. So schwer ist jetzt auf den Tisch gefallen. Also, sieht interessant aus, schmeckt interessant, aber ich würde es jetzt nicht mit einem normalen Döner vergleichen. Und hier unter mir ist der Steckstuhl. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. So richtig scharf ist es jetzt nicht. Hannes hat uns dann noch was hingestellt. Mhm. Kann ich mir mal drauf machen, aber das seht ihr nicht im Video. Nicht, dass ihr seht, wie ich hier rumfliege. Deswegen werden wir noch ein bisschen würzen. Dann werden wir gucken, was wir heute so machen. Und das war die erste Mahlzeit in München. Münchener Kebab-Sandwich mit Grillgemüse drauf. Also ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Würde ich auch nochmal essen, kein Problem. Aber wir haben so viel zu entdecken hier sicherlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck mal, mein blutiges Shirt da hinten.